Nee, das ist mir zu wenig. Da brauche ich, na, da brauche ich einen Fünfer. Nee, ich brauche einen Fünfer, ohne Quatsch. Komm, also gib mir her. Gib mir her. Neu hier? Ich bin Edwin. Kannst mich aber Eddie nennen. Freut mich. Susanne. Klasse, Susanne. Hör mal, dir ist schon bewusst, dass das hier ein ziemlich heftiges Business ist, oder? Geschenkt wird dir hier gar nichts. Ja, glaube ich. Aber wir Standnachbarn halten doch zusammen, oder? Also, wenn ich mal was für dich tun kann, sag Bescheid. Verstehe. Na, Gabi? Schon was verkauft? Ich heiße Susanne. Ja, wusste ich, dass du dich schon vorgestellt hast? Bin ich Uwe. Schön für dich, Uwe. Warum kommst du denn jetzt erst? Ich warte schon die ganze Zeit. Es hat halt eine Zeit gedauert, bis ich mich von meinen Sachen getrennt habe. Ja, ist nicht so einfach für mich. Was hast du mitgebracht? Die Kabel und ein paar vergilbte Zeitungen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Glaub mir, wir verkaufen das Zeug ja. Jeder bitte. Weißt du was, mit dem Plunder fallen wir noch schneller auf. Echt. Super. Ich guck mich mal um. Bleibst du hier? Ja, Susi. €4.10. Sieht nicht ganz so schlecht aus. Okay, Fuffi. Na also, ist vom Baum geschafft. Wow. Du machst ja ganz schön Kasse. Du, ich bin eben ein schlaues Köpfchen, verstehst du? Ich weiß genau, wie man die Leute hier veräppelt. Sag mal, kann man hier auch richtig Kohle machen? Also, so richtig Kohle, comprende? Ja gut, die richtig heißen Dinger, die verticke ich natürlich nicht hier. Die laufen unter der Hand, verstehst du? Ist doch klar. Gute Kabel. Doch. Guck mal. 2 Euro. 1 Euro. Also die Brille ist geil. Was willst du denn damit? Ein Buch über Fische? Die Dinger gehören entweder ins Meer oder in die Pfanne. Hey, Fische sind toll. Ich hatte früher sogar mal ein Aquarium. Oh, ist ja goldig. Nee, du hast tatsächlich schon was verkauft. Hast du was rausbekommen? Nicht wirklich. Das weiß keiner was. Und vom Liebesgut habe ich auch nichts gefunden. Okay, aber dafür bin ich wahrscheinlich einen Schritt weiter. Hör mal, ich habe mich gerade mit unserem Nachbarn unterhalten. Er meint, die wirklich heißen Dinger gehen unter der Hand. Aber nicht hier. Naja. Ist doch schon mal was, ne? Fische. Du weißt schon, Frauen, die zu Hause ein Aquarium haben, sind sexuell unbefriedigt. Woher willst du das denn wissen? Kannst du überall nachlesen. Sag mal, Eddie, wie lange geht das hier heute? Ich würde schon sagen, bis die letzten Leute gehen. Ich gehe so gegen 5:30. Du, entschuldige. Mensch, endlich. Du, ich brauch die Ware. Nee, ich brauch das wertvolle Zeug. Wie nicht dabei? Wo bist du denn jetzt? Du rührst dich nicht vom Fleck, ich komme. Hey, Susi, gilt dein Angebot noch mit dem Gefallen? Ach so, ja klar. Okay, ich muss mal für kleine Königstiger. Vielleicht passt auf meinen Stand auf und meine Börse habe ich dabei, okay? Danke. Alles klar. Ja, krass um 11. Macht mir mal eine Halteabfrage. Kennzeichen.
Dora Richard, 473. Ja. Die Frau heißt Nina Meduk, 28 Jahre alt. Sie wohnt hier in der Stadt. Nein, ich kenne die Frau nicht. Nie gesehen. Ich auch nicht. Schade. Naja, war ein Versuch wert. Tja, leider wissen wir noch nichts Genaues, aber wir vermuten, dass die Frau etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte. Ja, möglicherweise verkauft sie das Diebesgut an diesen Händler. Und der vertickt es dann unter der Hand. Die wertlosen Sachen, also die nicht so wertvollen Sachen, verkauft er dann auf dem Flohmarkt. Also, meine Marokko-Vase ist doch nicht wertlos. Leider doch. Wir haben sie schätzen lassen. Also, ich meine, das mit der Vase ist doch jetzt egal. Was ist mit dieser Frau? Warum nehmen Sie sie nicht fest? Na, weil das alles nur Spekulationen sind. Hören Sie, wenn wir sie jetzt vernehmen, dann warnen wir sie. Und, ja. Oh, hallo. Hallo. Ach, Philipp, hallo. Hallo. Kannst du bitte mal gucken? Kennst du diese Frau? Ja. Ja, ich habe die Frau schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Was ist die Zeit? Nee, wirklich. Nee, ich weiß es nicht. Hm. Naja, gut. Vielleicht fällt es dir ja wieder ein. Ja. Dann meldest du dich bei uns, ja? Deine Eltern haben unsere Nummer. Und wir kommen morgen dann noch mal wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. Alex, was gibt's? Was? Ja, alles klar, okay. Ja, danke, bis dann, ciao. Was gibt's? Philipp Siebert ist tot. Hi, Doc. Ah, hallo, Michael. Du bist aber früh dran. Ich habe die Leiche gerade erst reinbekommen und noch eine ganze Menge andere Fälle. Ja, ich weiß so. Ich war gerade in der Gegend. Tut mir leid, aber vielleicht kannst du ja schon ein bisschen was sagen. Ja, also, todesursächlich war ein Genickbruch hier. Rührt offenbar von einem Sturz eine Treppe hinunter. Ja, das hat Alex mir schon erzählt. Hm. Wie sieht's denn mit der Todeszeit aus? Die war heute Morgen zwischen 8 und 9 Uhr. Irgendwelche Anzeichen von Gewalteinwirkung? Nein, also zumindest auf den ersten Blick nicht. Tja. Die Eltern waren schon aus dem Haus, als das Ganze passiert ist. Sie waren arbeiten, die Putzfrau hat ihn gefunden. Mhm. Hat diese Putzfrau vielleicht etwas von diesem Sturz mitbekommen? Nee, sie hat für Staub gesorgt und hat ihn anschließend gefunden. Hat dann direkt die Eltern verständigt und die waren total geschockt. Naja, ist verständlich. Aber gut. Wenn du mehr hast, Doc, dann ruf mich da einfach an, okay? Okay, machen wir's so. Also, bis dann. Weißt du, was ich hier habe? Nein. Die Mitarbeiterliste einer Reinigungsfirma. Soll ich mir jetzt eine Putzfrau zulegen oder was? Nein, Schatz. Zu dir würde keine Putzfrau kommen. Ich kenne deine Wohnung. Aber mal im Ernst, zieh dir mal den Namen an. Anastasia Petrov, die Putzfrau des Sieberts. Okay? Weißt du, wer da noch drauf ist? Nina Meduk. Die Frau, mit der Händler hinterm Trödelmarkt gesprochen hat. Die Lieferantin, ganz genau. Ist doch ein ziemlich großer Zufall, dass die beiden in derselben Firma arbeiten. Ja, das stimmt. Naja, ich habe beide Frauen mal durchleuchtet, weil der Sohn sich ja nicht erinnern konnte, woher diese Nina Meduk kannte. Und? Pass auf. Auf beiden Konten der Frauen ging gestern eine größere Bargeldsumme ein, die ja wohl kaum vom Putzen stammen kann. Sondern auf beiden Konten eine Menge Bargeld eingegangen ist. Das würde ja heißen, dass die beiden Frauen zusammen den Einbruch begangen haben. Ganz genau. Ja, nur wie kriegen wir sie ran? Mit einem Durchsuchungsbeschluss. Sie sollten sich gut überlegen, ob Sie nicht doch mit uns zusammenarbeiten. Alles andere wäre dumm. Wir haben jede Menge Diebesgut aus dem Einbruch bei den Sieberts bei Ihnen im Keller gefunden. Sie wissen eh doch schon alles. Ja, ich möchte es aber ganz gerne noch mal von Ihnen hören. Na schön. Ich war's. Zusammen mit Anastasia. Wir wollten auch mal ein Stück vom Kuchen abhaben, keine Geldsorgen mehr haben. Wie sind Sie da reingekommen? Das war ganz einfach. Anastasia hat sich den Abdruck von Philipps Hausschlüssel gemacht. Ja, und der Code für die Alarmanlage? Das war auch ganz easy. Sie hat ihn mal heimlich mit dem Fernglas beobachtet, als er nach Hause gekommen ist und die Nummer eingegeben hat. So. Ja, und dann sind Sie nachts da rein und haben einfach alles ausgeräumt. Ja. Anastasia wusste ja, dass die Sieberts nicht da sein werden. Und Philipp hat ihr anvertraut, dass er das für eine Partynacht ausnutzen möchte.
Anastasia scheint sich ja richtig gut mit Philipp verstanden zu haben. Das stimmt. Ich und Philipp, wir... Ich mochte ihn so gerne. Ich und er, wir sind einfach beide zu kurz gekommen. Und das hat uns irgendwie verbunden. Und deswegen tut mir das auch so tierisch leid mit Philipp. Das wollte ich nicht. Das müssen Sie mir wirklich glauben. Ich wollte das nicht. Was genau meinen Sie denn? Ja, diesen Treppensturz. Ich wollte das wirklich nicht. Das war nicht so geplant. Das tut mir so leid. Das hätte ich wirklich nicht von dir gedacht. Wovon redest du, Philipp? Von deiner Kollegin, die dich immer abgeholt hat. Die Polizei hat mir ein Foto von ihr gezeigt. Ich wusste erst nicht mehr, woher ich sie kenne. Dann ist es mir wieder eingefallen. Du warst das. Du und deine Kollegin, ihr habt hier eingebrochen. Ich dachte, wir wären Freunde. Das sind wir doch auch. Bullshit sind wir. Du warst doch nur so nett zu mir, weil du das hier alles geplant hattest. Ja, ich hab dir vertraut und du hast mich eiskalt ausgenutzt. Die Polizei hat mich sogar verdächtigt. Lass das!